Hallo liebe Leute und willkommen zur finalen Folge oder finalen ersten Folge von Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. Der Jürgen ist auch dabei. Hallo? Wir werden zum Finale in LS17, wir werden alles verkaufen, was wir auf den Hof erspielt haben. Wir werden jetzt nach und nach die Maschinen wegfahren, die Tiere, das Korn, vielleicht auch Strohballen auf jeden Fall. Das werden wir mal sehen. Jürgen, der wollte anfangen mit zum Verladen. Ich fange an, erstmal unsere Tiere wieder wegzuholen, die wir in der letzten Folge gekauft haben. Ich habe vorproduziert, deswegen ist das jetzt blöd, weil in der letzten Folge haben wir sie gekauft und jetzt bringen wir sie weg, weil ich hatte ein bisschen vorproduziert. Ist es gerade ein bisschen laut. So, ich habe ein bisschen vorproduziert und deswegen ist das jetzt ein bisschen doof, aber es läuft der LS19, läuft derzeit zwei Projekte. Da könnt ihr fleißig zuschauen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Wir werden viel reden über LS17, über die Map, über LS19. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. So, Jürgen fängt gleich an mit Korn verkaufen. Ich mache nochmal kurz ein bisschen hier den Sound leiser. So, Jürgen, du kannst anfangen. Ja, wie gesagt, also, ich werde jetzt laden. Und zwar das ganze Korn. Auf eine Art finde ich das traurig, dass jetzt hier das LS17 jetzt zu Ende geht. Weil die Erwartungen mit LS19 waren, sag ich mal, nicht ganz so hoch. Als alter Spieler von 11 bis 19. Ja. Aber was im 19 gebracht haben. Also, ehrlich gesagt, also wenn das meine Mitarbeiter, meine Entwickler gewesen wären und ich hätte die Verantwortung für die Abteilung, ich hätte die Leute gefeuert. was sie da abgeliefert haben, ist, wie mein Elster sagt, die Trendwendung. Okay. Grundplatte liefern und guten Tag. Oh, Entschuldigung. Grundplatte liefern und Rest machen dann die Modder. Ja, das stimmt. Ja, das hat man also schon damals in ganz extrem bei 17 gesehen. Das wäre das Spiel nicht so ganz erfolgreich geworden. Ja, also alles hat gewartet auf die neuen Mods. Ja. Und ich finde das, sag ich mal, einigermaßen traurig. Wenn sie das schon so arbeiten, sollen sie das Spiel nicht so teuer verkaufen. Ne, das stimmt. Das ist, glaube ich, sogar teurer als letztes Mal, ne? Nö. Der Preis hat sich einigermaßen gehalten. Okay. Aber ich muss sagen, ich verstehe es nicht, warum das hier so bei mir hakt jetzt auf einmal. Ich verstehe das nicht. Ich habe alle Mods rausgenommen, die wir sowieso nicht benutzen. Dachte ich mir, naja, ein bisschen sparen, aber ich weiß ich gar nicht, warum das. Der Sound ist auch auf einmal so laut. Ach, da müssen wir mal kurz gucken. Ich hab schon mal geguckt, ob ich den Sound hier leiser machen kann, aber das geht nur im normalen Spiel. Ich glaube, im Multiplayer kann ich keinen Sound leiser machen. Oder habe ich mich verguckt? Nee, okay, ist normal. Kann ich nicht. Doch, hier, doch, Lautstärke. So. Jetzt reden wir mal bitte, Jürgen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Herrschaften. So, ja, jetzt kann ich's. Ich hab's total übersehen, das einstellen. Ich versteh's nicht. Es kommt manchmal solche kleinen Momente, da läuft das total flüssig und anders. Und dann wieder auf einmal ruckelt das. Ich versteh's gar nicht. Es hat immer geklappt in unseren Aufnahmen. Das verstehe ich nicht. Am Spiel kann es nicht liegen. Nee, ich weiß es nicht. Weil vorhin ging es dann beim zweiten Mal einloggen, da hat es irgendwie Klick gemacht. Keine Ahnung, da ging es dann auf einmal nicht mehr. So, wir haben schon mal den ersten Flug hierher gebracht. So. Leute, dann verkaufen wir schon mal unseren. Den können wir schon mal verkaufen. Wie ist eigentlich der Kontostand? Ah, siehst du den gar nicht? Nein, den sehe ich nicht. Ich bin nur noch Gastarbeiter.
Derzeit 166.799. Notiere dir das mal. Ich verstehe das nicht, warum das regt mich gerade total auf. Ruhig bleiben. So. Dann bringen wir den als nächstes weg. Dann können wir eigentlich hier über das Feld nochmal kurz fahren. Zack, zack. Jetzt läuft es wieder super, Leute. Und jetzt kommt gleich wieder der Haker. Ich verstehe es gar nicht. Es lief immer LS19. LS17. Verstehe ich nicht. So, Jürgen. Und du hast jetzt schon was von LS19. Auf welche Map freust du dich am meisten, die vielleicht bald rauskommt? Also, ja, ehrlich gesagt, Nordfriesische Mark. Wenn Okay. die rauskommt, dann bin ich der Erste, der dabei ist. Also, das ist gar kein Thema. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe jetzt schon. Ja? Alles gut. Bitte? Ich habe schon gesehen, Foto bei Facebook von Black Sheep Modding. Die haben The Valley Old Farm. Oder wie heißt die? Die heißt, glaube ich, The Valley Old Farm. Da haben sie schon Bilder gezeigt aus dem LS19. Also die wird vielleicht auch bald rauskommen. Und das ist auch eine schöne Map. Was ist denn los? Ey, warum hakt denn das hier so auf einmal extrem? Jetzt ist das wieder weg, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum das so extrem hakt alles auf einmal. So, bringen wir mal die gute Amazon, die unsere gute Seemaschine weg. Ich darf nur nicht den Traktor, glaube ich, verkaufen, weil dann haben wir keinen Traktor mehr. Ja. Wo ich drauf sitze, den kriegst du nicht. Ich fahre erstmal zur ATR Hand. Okay. Apropos mit der Lenkung, hast du das hingekriegt im 19er? Ja, ich habe das so geändert, wie du es mir gesagt hast. Also Ja, jetzt ist ich habe wieder. auf 100% habe ich es gestellt. Geht noch besser. Ich hatte vorher auf 60 bzw. 70% gehabt und dann habe ich es auf 100 gestellt. Dann geht es noch besser. Aber trotzdem, also Drive Control muss sie daher. Du musst auch die, glaube ich, Fahrzeugempfindlichkeit hochstellen. Die auch. Aha. Die habe ich auf 300%. Also ist jetzt wieder fast wie in LS17. Also das jetzt, das neue System ist zwar gut, aber das ist halt eher was, wenn du mit einem Hänger fährst, ne? Nicht mit einem Hänger, mit einem Lenkrad. Ja, so ist es auch aufgebaut. Ja, da kannst du so schwerfällig und dass es bei Gas gibt, zurückgeht. Das ist dann okay. So, dann nehmen wir gleich mal hier unseren guten Klaas Mähdrescher mit. Hast du nur ein einzigen Hänger? Ja, den Manns habe ich normalerweise. Aha. Aber wenn du willst, warte. Ich bin gerade unterwegs zum ATR Landhandel. Das versteuern. Wie viel ist denn da noch drin? Oh, reichlich. Ja, warte, dann mache ich mal kurz was für dich. So. So, Leute, jetzt werden wir hier rum. Das regt mich so auf. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass es auf einmal so hakt. Also bei mir spielt geht's flüssig. Weiß nicht, gab es vielleicht mal wieder einen Patch vom Spiel? Ich weiß es nicht. Ich habe auch mehr. Ich habe auch kein, jetzt auch kein Patch runtergeladen. Am 19er, ja, okay, da gab es ja schon mal zwei Stück. Okay, da muss ich mir dann noch den zweiten runterladen.
Jetzt spring noch hier rauf. Och. Mensch. So, Kasse klingelt. Sehr schön, aber warum kann ich denn hier nichts machen? Achtzehntausend. Das sind vernünftige Preise. 19er sind ja nicht so hoch. So, warte mal, dann bringe ich mal. Ah, ich mache dir den Manns nochmal schnell fertig. So. Wow. Kann man auch eigentlich irgendwo Saatgut verkaufen? Ich auf dieser Map glaube ich nicht. Guck doch mal beim Verkaufsverzeichnis. Ja, stimmt, da kann ich gleich mal gucken. So, dann mache ich dir den Manns mal schnell fertig. Bring doch erstmal die Viecher weg. Ja, das mache ich gleich. Ich bringe ja mal schnell den. Ich bringe auch mit denen gleich nochmal was weg. Da überholen wir mal schnell die Autos hier. Ich, der alte Raudi. Ja, schaffen wir das? Schaffen wir? Ja, schaffen wir. So, jetzt funktioniert es wieder einwandfrei. Gleich wieder nicht. Das verstehe ich nicht. Wow. Ich hätte noch nie Probleme mit LS17. Jetzt auf einmal fängt es an. Guten Tag. Ja, wunderschön. Du hältst den Verkehr auf. Ach, der Verkehr hält mich auf. Du hast die Schlange nicht hinter dir gesehen. Was? Ah. Wow. Oh, oh, oh. Nicht mal auf der Straße guckt, gleich ein Unfall das passiert. Ist das schön, ja. Na, vielleicht kommt die Karte ja auch nochmal raus. Ja, mit Sicherheit. Aber dann ohne diesen großen Schweinestaben hier, in der Schweinepest. Ja. Aber ich glaube, die sterben nicht alle. Ja, das, wieso? Das glaube ich nicht. Du kannst so viele reintun und du kannst, der kann bis maximal 200 produzieren. Du, weil wenn du rein theoretisch denkst, du kannst auch nur 10.000 Liter Essen reinmachen. Ja. Für 1000 Schweine ist auch ein bisschen wenig. Ich glaube, da sterben gar nicht so viele. Also ich habe 199 Ferkel drin, ja. Ja. Und kein Schwein produziert. Nur nicht mal ein Kringelschwein. Nur nicht mal ein Kringelschwanz. Gar nichts. Also, da passt irgendwas nicht. So, dann multiplizieren wir den mal schnell um. So, zack, und rein hier. So, konfigurieren. Ah, was wollen wir denn mit Anhänger? So, wenn, warte, ich fahre den Manns noch schnell zu dir. So. Ey, das, was ist denn hier los? Warum ist denn das so am Haken? Leute, ich verstehe es nicht. Ich weiß ich nicht. Ich hatte noch nie Probleme mit LS17, noch nie irgendwie Probleme, dass es hakt. Aber jetzt, das ist ja nur am Haken. Ich weiß gar nicht warum, aber ich werde jetzt das zu Ende machen. So, und das ist die Kohle, die wir jetzt erwirtschaften, willst du die mit rübernehmen in 19? Ach nein, nee. Das ist ja dann schon wieder fast Cheaten. Ich hab zwar probiert, mir das Geld wieder reinzumachen, wo er mich verarscht hat beim Kauf. Aber das ging ja auch nicht. Das kannst du ja auch nicht mehr so einfach. Ah, ja.
Es gibt eine Möglichkeit über Dokumente. Ja gut, da war ich ja drin. Über Dokumente, dann gehst du über Safe Game, Money. Ja, nein. Du gehst also wie damals beim 13er auch. Das ist genau das Gleiche. Also, du gehst also, wie gesagt, unter Dokumente rein, unter dem Safe Game. Und dann heißt es Farm. Ja, und dann Rechtsklick auf Bearbeiten und dann macht er den Dings auf. Und dann gehst du auf Money. Und dann klickst du an da und schneidest du aus oder tippst du ein, was du haben willst. Und schon hast du deinen Geldstand. Ja, das war ja hier auch sonst immer beim Safe Game, wo du reingehst. Ja, ich habe also das beim 17er habe gar nicht mehr gemacht. Da gab es ja die wunderbaren Mods dazu. Ja, also habe ich auch gelegentlich benutzt, da bin ich ganz ehrlich. Auf manchen Maps da also mühsam das ganze Geld erarbeiten musste. Also sagt Scheiß drauf, Mod rein. Und dann habe ich mir noch nicht diesen großen Mod mit den Millionen, sondern wo du den Ja. Preis dann eingeben konntest, ne? Okay. Gut, also bin ganz ehrlich, das habe ich hier auf der letztes Mal habe ich den eingesetzt bei der Ostfriesischen Marsch, bei der Map, oh, bei der Wettkampfsmap, Ja. ja, also bei der Matchmap, wo du dann deine Brücken kaufen musstest, damit du Ach überhaupt zum ja. Händler kommst. Ja. Na gut, dann habe ich den Mod mehr eingeschaltet, dann 100.000 Euro freigeschaltet, und dann konnte ich mir die wesentliche Brücke kaufen, damit ich über jetzt hin und her fahren konnte. Okay. Aber das war das Einzige, wo wir da letztes Mal, wo ich das in den Geldmod benutzt habe. Seitdem nie wieder. Okay. Ja, das ist ja okay. So. Ist im realen Leben ja auch nicht so einfach. Ne, das stimmt. Ja auch. Und jedes Mal im Lotto gewinnen tust du auch nicht. Ne. So, jetzt fängt sie an zu spinnen, jetzt geht's schon wieder. So, Jürgen. Ich fahre den jetzt nochmal schnell hin, ne? Würde sagen, wir brauchen echt, glaube ich, noch ein bisschen länger, um alles zu verkaufen. Dann machen wir dann gleich noch eine Folge. Wir können. Wie weit ist dein Hänger voll? Ja, kleine Hänger ist voll. Und den Rest kriege ich in den LKW rein. Und dann ist das leer? Dann ist es leer. Okay. Habe ich dir gesagt, dass wir noch jede Menge Mais haben? Wo hast denn das noch gelagert? Im Lager oben? Na gut, dann müssen wir es abfahren. Kuhlager oder wo? Schweinelager. Ich glaube, das ist dabei beim Schweinelager, hier bei der Ja, Schweinemastanlage. okay. Ja, das Ding habe ich nie gehabt. Das hatte ich mir ja damals gekauft, weil du da die Gold Nuggets rausholen musstest. Soweit, ja, okay, soweit bin ich nie gekommen. Ich habe den Kuhlager oben gehabt, das war ja eh kostenlos, da habe ich eingelagert. Also der Klaas, der hat echt schöne Dienste uns gebracht. Also ich finde den auch schön. Den würde ich mir vielleicht sogar fast noch mal kaufen. Der hat auch, glaube ich, 6 Meter, ne? So, und wo, jetzt haben wir das Schild, glaube ich, mitgenommen. Ja. So, dann verkaufen wir den nochmal. So. Zack. Den fahren wir kurz weg. So, Leute. Und hinter. So, verkaufen. Zack. Und verkaufen. Sehr schnell. 20.000. So. Dann verkaufen wir nochmal unseren guten Drescher. Und dann sind wir schon in der ersten Folge fertig mit unserem großen LS17 Finale, das große Verkaufen und Resümee. So. Und verkaufen. Sehr schön. Jetzt haben wir den verkauft. Eine Schippe noch und dann ist der Bunker leer. Sehr schön. Dann, Jürgen, dann verabschiede ich uns schon mal jetzt. Ja. So, liebe Leute, wir machen noch, glaube ich, ein, zwei Folgen, wo wir alles verkaufen werden. Es ist noch so viel zu verkaufen. Ich hoffe, ihr habt bei dieser Folge Spaß gehabt. Es ist der große Abschied von LS17. Wir machen die Map
platt, sowas, alles, was wir haben, werden wir verkaufen. Dann werden wir mal gucken, was wir doch geschafft haben. Wird nicht viel sein, weil wir es ja nicht ewig lange die Map gespielt hat, glaube ich, derzeit nur 16 Stunden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr schaltet zu der nächsten Folge ein. Let's Play Alice17 auf der Map Silbershuben. Auf Wiedersehen, bis nachher. Und tschüss. Jetzt du, Jürgen. Danke.